Zack. Und wir werden einmal so rumhüpfen, dass wir die Dingens halt mitnehmen können, dass wir halt, weil wenn wir in der Luft stehen, wie ihr seht, geht's ja, dreht sich ja trotzdem weiter. Das ist für uns halt ein kleiner positiver Faktor. So, dann senken sich die nächsten ab. Nein. Ja. Ach, was? Ihr habt's gesehen, oder? Mein Gott, Alter. Ich bin dazwischen durchgerutscht. Also. Ach, ich bin noch so tief. Mir fällt ja gerade was ein. Ich muss doch gar nicht da drauf springen. Oh, Mann. Ich brauch doch da gar nicht drauf springen. Na. Ich brauch doch nur die lilanen anfackeln und dann da einfach auf einer Plattform stehen bleiben. Und dann die grünen fahren doch eh an mir vorbei. Das heißt, ich brauch doch nur mit Timing jedes Mal dagegen pusten. Oh Mann, Alter, ist das schlecht. Dass ich das aus jetzt erst mitgraf, ne? Ey, das ist halt schon wieder ein bisschen nervig, dass ich jetzt schon wieder hier an so einer einfachen Aufgabe so verkackt, ne? Das war genauso für Luau-Insel mit dem Meer. Gut, mit dem Melken war schon hart. Wenn du da einmal halt durcheinander kommst, bist du halt am Arsch. So. Nichtsdestotrotz werden wir es hoffentlich jetzt endlich mal meistern. Zack. Und hopp. Bam. So, jetzt kommen nämlich die Lilan runter. Die können wir ja ganz normal mitnehmen. Na, Spyro. Raff dich. Zack, einmal vorsichtig drehen. So, dann brauche ich nämlich nur hier drauf. Na, draufstehen. Und dann immer schön anpusten. Geht doch. Immer schön anpusten. Zack. Und dann brauchen wir nur noch auf den Lilan, der nachher hier draufstehen. Stehen bleiben. Und dann halt einfach immer nur so anpusten. Keine Ahnung, warum mir das jetzt erst einfällt. Man könnte natürlich auch jetzt von grün zu grün jedes Mal durchhüpfen. Würde natürlich auch gehen. Aber das ist ein Umstand, den wir uns jetzt da nicht machen müssen. Ja, scheiße. Ah, doch. Hab ich ihn? Hab ich. Sehr schön. So, jetzt müssen wir halt nur noch kurz warten, bis wir nochmal den Dingens kriegen. Den Eingang. Dann können wir da einmal. So. Gediegen durchlöpfen. Geht doch! Warum denn nicht Gleissummen? Das nenne ich Sport. Das sind die Sportsgeist, lila Drache. Lila Drachen haben es echt drauf. Hier hast du deine Libelle. Sohn. Wie heißt sie? Du hast Rikscha gefangen. Rikscha. Rikscha ist ein Dingens, wo man hinten drinne sitzt und der Dude links zieht. Plattformaufgabe versucht. Nein. Komm mal wieder. So, weil wir das haben, wir nämlich fertig. Und ich würde sagen, ich schneide wieder die Ladezeiten raus. Also, bis gleich. Ja, und dann würde ich mal sagen, machen wir mal instant weiter. Wie gesagt, der Ladescreen dauert ja nachkürzig, Alter. Immer so 100.000 Jahre. Keine Ahnung. Wie lange das jetzt schon hier waren? Ich finde es komisch, dass die... Gut, die Welt ist schon riesig, ne? Muss man sich schon eingestehen. Das ist immer ein bisschen... Fick dich doch. Dass es immer ein bisschen dauert mit dem Laden, klar. Aber eine Minute? Ich kenne... Ich glaube, andere PS2-Spiele brauchen nicht so lange zum Laden. Oder? Bin mir da ehrlich gesagt gar nicht sicher. So, mit der Meinung, Tony Hawk... Also die Tony Hawk-Teile selber noch nie gespielt. Also, so extrem viel. Ich glaube, damals nur auf eine irgendeine Demo. Ich glaube, für PS2 waren die Ladezeiten kürzer. Möchte ich mich aber jetzt nicht festlegen. Aber ich glaube, Spyro war generell sehr lange. Obwohl, nee, Spyro 1 beispielsweise war relativ kurz, ne? Für PS1. I don't know. Egal. So, endlich haben wir das auf jeden Fall geschafft. Uns fehlen natürlich noch ein paar Libellchen. Also ich weiß natürlich auch noch wo. Wie gesagt, unter anderem ein Türchen fehlt uns noch. Weg. Ein Türchen, wie gesagt, fehlt uns noch. Und da müssten wir eigentlich zwei Libellen bekommen und dann kriegen wir noch
Eigentlich nur zwei. Das war's denn. So. Da war schon hier ein komischer Slowdown drin. Ne? Und den haben wir da oben. Gehen wir später hoch. Ich möchte hier nämlich erstmal nichts absuchen. Zack. Komischen Astro-Kühe. Willst du mich verarschen? Aber die Astro-Kühe haben sich eigentlich von Teil. Teil? Ich weiß gar nicht, welchen Spyro-Teil sie sich den abgeschaut haben. So. Bei Fee müssen wir nachher weiter. Einmal merken. Aus. Hat das Spyro 2? Also Gateway to Glimmer? Wo sie sich die abgeschaut haben, weil die waren nämlich schon mal drin in irgendeinem Spyro-Teil. Aber ich habe gerade echt keine Ahnung, wo. Hopp. So, hört man schon wie ein UFO, das uns gleich ein bisschen höher bringt. Zack, zack. Scheiße. Ich hoffe mal, dass wir diesmal ohne großartig suchen umher. Also großartig ohne umher suchen. Weiterkommen. Also mein Deutsch ist heute echt on point, muss ich sagen. Zack. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Und hopp. Dann haben wir... Aber edelsteintechnisch müssten wir eigentlich relativ gut sein aktuell. Ich bin der Meinung, dass ich noch nichts übersehen habe. Gut, war ich die anderen Level auch. Aber sollte trotzdem relativ okay gerade sein. So, da werden wir nochmal gesäbt und hier müssen wir ja so weiter. So. Da werden wir gesäbt. Ich möchte auch noch nicht nachgucken, wie viele Steinchen uns fehlen. Weg. Oder auch nicht fehlen. So, schwenken einmal kurz. Um einfach nur sicher zu gehen. So, da oben müsste entweder eine Dingens drauf sein. Die Bälle. Oder Tor. Und dann kommt nämlich auch noch auf die Dingens drauf, auf den Silo. Ich weiß nicht, ob das einfach nur der Hochgang war. Oder ob man da direkt weiter konnte. Nee, okay. Das ist das Tor. Und auf dem Silo war dann definitiv auch irgendwas. Weil wir können nämlich die Dingens da wegbringen. Ah, okay. Da haben wir es auch schon. Was ich gesucht habe. So, wir werden ganz kurz mal... Okay. Aber jetzt... Ach, Grützi, Alter, das krieg ich nicht so kaputt. Okay. Das Gute ist halt, dass ich hier einfach umherballern brauche. Da haben wir schon hier eine... Ich finde es eigentlich eine komische Aufgabe. Na komm. Normalerweise ist sie auch mega machbar. Ich weiß zwar nicht, was mir die Aufgabe jetzt bringt, weil... Grützi, Alter... Ah Mann, Alter, geh doch weg! Wo ist er denn jetzt? Da ist die letzte. Ah, eine Libelle. Na, kick mal eins an. Eine grüne Libelle. Fantastisch, Spyro. Du hast die Herausforderung bestanden und eine Libelle befreit. Mir ist ja gar nicht eingefallen. Mir, beziehungsweise war mir. Du hast Leopan gefangen! Leopan, Alter, wer kommt denn auf diesen Namen? Ganz ehrlich mal bitte. Oh Mann. So, nichtsdestotrotz brauchen wir erstmal ein paar Hütchen. Weil wenn ich jetzt ohne Sparks hier durchgehe, bin ich am Arsch. Ich bin auch der Meinung, dass ich hier ein Ding zwei. Normalerweise kann ich die Dings doch hier aufballern. Wo waren hier Hühnchen? Das ist, glaube ich, eher die bessere Frage. Okay. So, ohne Hühnchen möchte ich eigentlich ungern weitergehen. Das heißt, wir müssen nochmal zurücklaufen. Und natürlich ausgerechnet hier jetzt keine Hühnchen sind, ne? Überall rennen Hühnchen umher, nur da, wo du es schon wieder brauchst, kriegst du halt keine. Das ist schon wieder unfassbar. Na egal. Das Schlimme ist, da wir jetzt zurücklaufen müssen. Okay, einen Moment. Ja, da bin ich wieder. Ich würde sagen, wir machen sofort weiter. Ja, ich war kurz am Telefonieren, man hat vielleicht Klingelton gehört. Ich habe in der Zeit mal die Dingens geholt. Mein Libellchen. Ah, genau, und jetzt seid ihr hier, oder was, ihr dummen Hühner? Das gibt's nicht. Nichtsdestotrotz, ich habe auch nochmal geguckt, uns fehlen 4 Libellen und 17 Edelsteine. Das sollte eigentlich alles machbar sein und mit Rauschnein halbe Stunde ist eigentlich relativ guter Start.
Und ich bin der Meinung, dass da was drin ist. Oder ich bin der Meinung, dass man die Dinge kaputt machen kann. Na gut, egal. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall erstmal hoch. Und zwei Libellen weiß ich, wo wir die kriegen. Drei Libellen, mehr oder weniger weiß ich, wo die sind. Ich bin der Meinung, dass da unten drin auch noch eine Libelle ist. Dass man das da auf jeden Fall kaputt machen kann. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder nach der Ladezeit. Spyro, bin ich froh, dass du hier bist. Ich wusste doch, dass mit dieser Farm was nicht stimmte. Überall sind Weltraumkühe. Und jetzt entführt auch noch ein UFO-Farmer Dills-Kühe. Ja, und damit mit dem Jäger sind wir jetzt in dem Haupt... Nein, in den letzten Türchen. Also, Minigame-mäßig. So. Dieses UFO hat einen Traktorstrahl-Prototypen, mit dem du die Kühe hochbeamen und in den Fähig bringen kannst. Hey, Moment mal. Woher hat Farmer John ein UFO? Farmer Dill braucht... Braucht deine Hilfe. Willst du die Kühe mit dem UFO-Prototypen retten? Ja. Beeil dich, liebe. Es kommt. Das fiese UFO darf sich keine meine Kühe Ich kann nicht vorlesen, Mann. So, nach einer weiteren kleinen Unterbrechung würde ich sagen, holen wir uns die mal. Huch. Nein. Aber X war doch X. Zack. Erstmal ein bisschen hochfliegen. Also zack. Weil ich muss es nämlich dann runter. Also abschießen. Sag mal, willst du mich verarschen? Hau ab. Alter, ich will die Kuh haben. Verpiss dich. So, zack. Wo ist der Fähig? Da hinten ist der Fähig. Und ich muss mal kurz mal gucken, ob was ich hier los habe mit X. Okay. So. Hiervon sind nämlich, glaube ich, zwei Missionen. Zack. Und hier kriegen wir nämlich auch zwei Libellen. Eine kriegen wir ja eh am Ende. Und eine, bin ich der Meinung, kriegen wir nochmal wirklich nochmal irgendwie ein bisschen versteckter. Na, zack. Absetzen. Komm. Das Gute ist... So, zack. Dass das UFO relativ schnell ist. Beziehungsweise, also unser UFO relativ schnell ist. Und das des Gegners, nenne ich jetzt mal, relativ langarschig. Im Saugen. So. Apropos UFOs, ist ja auch ein bisschen zukunftsmäßig. Keine Ahnung, ob ich dieses Jahr... Hast du mich verarschen? Hier mit dumme Kuh. Dieses Jahr... noch ein Command & Conquer macht. Also ich würde, wenn denn, entweder Alarmstufe 2 machen. Oder Command & Conquer Tiberium Sun. Weil dann würde ich eigentlich, wenn ich Sun fertig habe, eigentlich all Tiberium außer Tiberium Twilight. Das ist ja der vierte Teil und der soll... Na. Na, grüezi, Mann. Zack. Außer halt, wie gesagt, Tiberium Twilight. Habe ich... Hey. Alle Tiberium-Teile dann durch. So, zack. Und dann haben wir auch vier Stück. Als nächstes müssten wir, glaube ich, nochmal sechs Kühe machen mit Gegnern, glaube ich, die wir abschießen müssen. Das war klasse, Spyro. Du hast alle Kühe gerettet. Übrigens, ich habe diese Libelle in der Scheune gefunden. Bitteschön. Dankeschön, Jäger. Jo. Du hast Glöckchen gefangen. Glöckchen? Oh mein Gott. Oh Mann, Alter. Na gut. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Farmer Dill hat das Tor nicht abgeschlossen und die Kühe sind weg. Und es sieht so aus, als gäbe es jetzt noch mehr UFOs. Schaffst du noch einen Durchgang? Farmer Dill braucht deine Hilfe. Willst du die Kühe mit dem UFO-Prototypen retten? Ja, okay. Achte auf die goldenen UFOs. Diese geheimen, gemeinen Typen schießen dir die Augen aus. Weil die Sache ist halt die... Wenn wir denn getroffen werden, sind wir so gesehen am Arsch, weil wir die Kühe dann fallen lassen. So. Komm, zieh durch. Zack. Und zack.
Aua. Wo ist das UFO? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Aua. Wenn ich die Dingens finden will, da. Hau ab.